Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, wir spielen Metro Exodus und ja, wir gehen jetzt. Eigentlich könnte man rechts weiterlaufen. Da würde irgendwas sein, aber ich will jetzt mal endlich die Scharfschützen da töten. Komm mal hier vorbei. Boah, jetzt muss ich echt einen Kilometer weit außen rumlaufen. Also, es gibt Stellen. Ah, doch, komme ich doch durch. Nur hüpfen. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Monster. Entschuldigung. Dummer Frosch. Genau, hier war das Lager und dann ist doch da diese Ruine mit dem Scharfschützen. Will ich auch nochmal ausräuchern. Ah, okay, diese Hütte ist leer. Wenn man das mal war. Wir sind ja von hinten gekommen, ne? Frontal sollten wir ja nicht. Problem ist, jetzt ist es Tag. Das heißt, die werden aktiv sein. Oh. Die haben es mit den Kreuzigen da irgendwie. Hast du ein bisschen was für mich, nö, ne? Boah, ich lasse dich mal in Ruhe. Hackebeil. Warum immer Messer? Warum kein Hackebeil? Sind cool. Kisten kann man wahrscheinlich nicht angucken, ne? Naja. Da war einer. Oh, was ist das denn? Oh, cool. Durch das Fenster gelootet. War ja offen. Dann gehe ich hier nochmal rein. Gibt es hier noch mehr? Oh ja, hier. Hat sich doch schon mal gelohnt. Was hatten Sie noch gesagt? Ein langer Weg, ein gefährliches Schicksal. Fürchte den stummen Pferden. Da oben ist er. Ist der lang? Über mir? Was? Wo hast du ihn? Wo hast du? Tja, ich habe ein ungutes Gefühl. Wo ist der denn? Wir sollten besser alle nach Hause zurückkehren. Ach, über mir. Der müsste doch über mir sein da, ne? Da ist ein Seil. Aber wie hat er jetzt mitgekriegt, dass da jemand tot ist? Was ist das da unten? Er kriegt das immer mit? Hey, stellt hier alles auf den Kopf, Leute. Man weiß nie, wie viele es waren. Leute, er ist bei der Säule! Da ist der Schwein! Die Schweine haben ihn erwischt! Scheiße! Oh, jetzt wissen sie eh, dass ich da bin. Sind das alle? Ich sehe den Scheißer!
Wow! Wow! Der hat mich ja voll gekillt mit seiner Schrotflinte. Ey, ich brauche eine Schrotflinte. Das geht so nicht weiter. Ich muss da irgendwie eine andere Waffe kriegen. Ein vierter Waffenslot wäre geil, aber... Ah, diese Druckpistole, die lässt sich die Munition einfach herstellen, ne? Das ist es ja. Und den Schalldämpfer will ich auch nicht hergeben. Gut, dann. So sind sie ja nur halb alarmiert gewesen. Mann, was liegst du hier rum? Die Gegend ist nicht zu gebrauchen. Eine Leiche! Leute, wir stecken! Gut, das war schon mal gut. Den mit der dicken Rüstung. Wenn wir den irgendwie von hinten rankriegen. Leute, wir kriegen mächtig auf den Arsch! Der Schweinehund ist da unten! Ja, ich bin unten. Wo ist der mit der dicken Wumme? Ah, der hat seine Taschenlampe noch an. Da ist der Scheißkerl! Woher wissen wir das? Woher wissen wir das? Hallo, ich bin hier. Wo wisst ihr das, dass ich hier unten bin? Also jetzt hier, genau hier, oder was? Hey Leute, lasst uns hier alles auf den Kopf stellen. Vielleicht sind noch mehr Mistviecher hier. Ja, der Herr die ganzen Leichen wiederfinden, ja? Das wird ein Spaß. Oh, Musik wird lauter, energischer. Aber ich sehe keinen. Super. Den mit der dicken Rüstung, den haben wir. Einer war hier noch, ne? Ich nehme die Schrotflinte gleich. Ich habe die Schnauze voll hier. Wo ist der? Hier war vorhin einer. Verpiss euch von hier, Leute! Der klingt doch hinter mir irgendwie. Da. Da ist er! Ist tot? Wo ist deine Knifte? Einer ist ja noch da oben irgendwie, ne? Mindestens einer. Jetzt geht's mal hier auf. Oh, das erhält. Haben wir jetzt alle Schweine. Oh oh. Nase juckt verdächtig. Entschuldigung. Ich hab die Katze wach gemacht. Ja, Katze, kannst weiter pennen. Ja, wie komme ich da rüber? Hier, wo? Auf jeden Fall hat sich das ja auch schon wieder gelohnt, weil wir so einen besseren Helm gefunden haben.
Zurzeit wird man echt hier belohnt, alles durchzusuchen. So, nehme ich jetzt diese Schrot und tausche gegen... Er hat ja gesagt, die Waffen sind ja irgendwie noch da im Lager, ne? Nee, nee. Ich mach das jetzt einfach mal. Nee, ich bereue es. Das ist... Oh, shit. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die falsche Waffe getauscht. Scheißen Dreck. Die wollte ich tauschen. Ja, tausche jetzt das Gewehr. So. Scheiße, jetzt habe ich mal eine gute Waffe getauscht. Scheiße. Nein, ich habe die auch auseinandergenommen. Ich habe schon wieder meine Waffe verloren. Jetzt habe ich sie Schrot liegen lassen. Warte mal, jetzt bin ich... Ich tausche jetzt die nochmal mit der da. Nein. Waffen tauschen ist nicht leicht. So. Und dann gucken wir mal gleich, ob wir irgendwie was umbauen können. So. Die Druckluftpistole, die da. Mit dem Schrotgewehr. So. Jetzt brauche ich echt eine Waffenkiste oder irgendwas zum... Ey, du willst mich doch verarschen. Druckpistole, wo... Liegen hier zu viele Waffen oder was? Brauche ich jetzt auseinander. Ah, es war eine Pistole. Diese Waffe will ich tauschen. Das ist ja voll scheiße. Das heißt, diese Druckwaffe, die bleibt automatisch. Wir können halt nur variieren zwischen Schalldämpfer und halt dieses Gewehr. Tja, dann nehme ich den Schalldämpfer weg, dann müssen wir mehr mit Messer arbeiten. Nee. Oh, jetzt hat er nicht getan. Jetzt habe ich R gemacht. Oh, ich bin so blöd. Das ist echt scheiße, dass man nur drei Waffen, zwei Waffen dann tauschen kann. Das ist jetzt echt doof. So. Müssen wir uns mal die Leichen hier angucken. Ich hatte ich schon. Auch schon auseinandergenommen. Habe ich nicht. Habe ich alle durchsucht, ja? Hätte ich schwören können, ich habe sie noch nicht alle durchsucht. So, mach mal, leg mal weiter runter. Hier ist ja keine Gefahr. Auch den hatten wir auch. Den hatten wir definitiv. Und dann hier hinten liegt noch einer, ne? Was soll das jetzt für eine Knifte sein? Sieht aus wie ein Revolver. So ein Haus. Da waren wir drin. Genau. Ich brauche eine Werkbank, verdammt. Ich will meine gute Waffe wieder haben mit dem Sphiroscope, ey. Scheiße. Gucken wir mal auf der Karte. Das heißt, jetzt können wir über die Brücke gehen, nochmal zu diesem Duke. Die Scharfschützen haben wir ja gekillt, das heißt, die Brücke müsste ja sauber sein. Da oben ist der Duke in diesem Ding drin. Ich glaube, das war nämlich auf der letzten Aufnahme, die scheiße war. Oh, Krabben. Dann nehmen wir unsere Beine mal in die Hand. Das sind auch irgendwelche Drecksviecher. Und ich bin weg. Scheißen Dreck, Alter. Fuck.
baut nicht eure Waffen auseinander. Scheiße. Mann. Diese Druckluftgewehr, dass man das behalten kann. Ich meine, das macht natürlich Sinn, weil es ist einfach, die Waffe, die Munition kannst du unterwegs einfach herstellen. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir hier alles fertig durchsucht haben. Aber ich glaube ja. Das heißt, wir gehen links lang. Nicht rechts. Ah, Mr. Crab. Da bräuchte man echt einen Flammenwerfer oder so. Ah, hier links sieht gut aus. Also diese Drecksviecher. Da ist einer. Oh, und da sind noch größere Viecher. Das Gute ist, sie bekämpfen sich. Können wir mal von hier oben gucken. Eins, zwei. Und da hinten sind welche. Ne, die greifen doch nicht an. So, dann gehen wir hier mal rein. Ah, der Duke kam hier oben runtergesprungen und hat kurz mit mir gelabert. Ich habe ihn kurz informiert, was wir jetzt planen, und dann war es das auch. Nichts, hab da nichts Besonderes verpasst. Wir brauchen davon, oh, 30. Erstmal die Waffen. Dran. Stabilität, Genauigkeit, Schaden. Machen wir mehr Schaden. Oh. Oh, ich habe meine Waffe wieder. Erweitertes Magazin. Die bleibt. Die bleibt. Das ist ein roter Laser. Hergestellt aus einem billigen Laserpointer. Oh, gut. Wenn wir es haben, haben wir es. Langer Lauf. Dann können wir den eigentlich auch zum Gewehr ausrüsten, ne? Aber Schalldämpfer ist einfach geil. 8 Schuss. Jawoll. Montieren wir. Dann haben wir Metalldetektor. Ich weiß nicht, was für einen Sinn das hat. Metalldetektor. Ursprünglich wurde er im Bergbau zum Aufspüren von Mineralien und Ablagerung genutzt. Das Gerät wurde jedoch umgebaut, um auf geringe Mengen Metall zu reagieren. Während große Metallobjekte, die seit dem Krieg überall herumliegen, ignoriert werden. Eine große Hilfe, wenn man Ressourcen zur Herstellung sucht. Okay, dann bauen wir das ein. Aber wir brauchen das eher für dieses Wissenschaftszeug. Ah, das oder Kompass. Frage. Kompass zeigt uns ja immer die Richtung an, ne? Wo wir hinlaufen sollen. Ah, zeigt immer die Richtung, die du einschlagen musst. Echt qual da war. Ich hätte gern beides. Da ist auch noch Platz. Ah, ich nehme das jetzt einfach mal. Jetzt haben wir hier so einen besseren Helm. Finde ich gut. Und wir haben noch ganz viel. Also der eigentlich. Nee, warte mal. Ich bleib beim Kompass. Guck mal, wie viele Metallteile wir haben. Also wenn jetzt hier Wissenschaft wäre oder so. Wissenschaftssymbol, dass wir das verbessern können. Nee, ich hätte gern einen Kompass. Danke. So, jetzt muss ich echt hier 15 zum Reinigen. Zu 25. Das gebe ich schon wieder alles zur Reinigung auf. Ey, das ist doch kacke, ist das. Wie sieht es mit Munition aus? Es geht. So, hier mache ich ein bisschen. Ach komm, ich mache alles.
Das ist eigentlich die wichtigste Waffe. Das ist die zweitwichtigste. Naja. Ihr seht schon, wir brauchen mehr von diesem Wissenschaftszeug als von diesen Ersatzteilen. So, jetzt habe ich endlich meine Knifte wieder. Oh, bin ich glücklich. Ohne das Ding macht es keinen Spaß. So. Also ganz rechts unten könnte da noch irgendwas sein. Weil da geht auch irgendeine Schiene lang, ne? Wir können aber das linke Lager da mal aus eliminieren. Das hat ja der Duke gerne gewollt, dass wir das machen. Aber er kann ja seinen Posten nicht verlassen, darum machen wir das für ihn. Dann schießen wir diese Drecksviecher. Die haben mich aber auch schnell gekillt, ne? Das sind aber auch... Ne, das ist Müll, ne? Die sind aber auch welche. Wie soll ich... Was... Wie lenke ich die ab? Übers Wasser können wir nicht. Eins, zwei. Leichen liegen da. Drei. Wir sind doch keine Nester. Hören Schüsse. Wird da gerade jemand angegriffen? Oder kommt hier gleich was anderes raus, was ich jetzt noch nicht erwartet habe? Nein! Oh, ey. Meine Waffe wieder. Alter, nein, ne? Oh nein! Ey, dieses Kackspiel! Ah. Naja gut, das Spiel kann nichts dafür. Jetzt liegt da meine Waffe. Komm, bring mich um. Bring mich um, komm. Ja, ich habe keine Lust mehr zu leben. Bring mich um, bist du zu blöd, um mich umzubringen? Geht doch. Ah, die Waffe habe ich im Teil 2 auch schon gehabt. Ja, es war doof, dass man die Waffe nicht mehr aufheben konnte. Ja, das war schon eine Falle, habt ihr mitgekriegt, ne? Ah, Mann, das mit den Waffen ist echt nicht leicht hier in dem Spiel. So. Habe ich wieder meine liebste Waffe? Ja, ich hab's wieder. So. Jetzt wissen wir mal, dass gleich da einer kommt. Das heißt, ich nehme die mal. Liegt noch einer. Und dann ziehen wir uns langsam zurück. War doch eher ein Zufall, dass sie kamen. Ich glaube, wir hätten das auch wieder in der Dunkelheit angreifen sollen, aber ich bin immer ungeduldig. Aber da sind die Tiere, die Viecher sind aktiver. Es gehüpft wie gesprungen, glaube ich, manchmal. Sag mal, warum halten wir die Schwachköpfe eigentlich unter Verschluss? Also das ist ja mal eine dumme... Immer töten, nicht ausnocken. Was zum Teufel ist da unten? So.
überall Dosen, die sind gefährlich. Scheiße, ich wollte sie alle noch messern. Ich wollte sie alle noch messern, ey. Scheiße. Ich wollte eigentlich eine Granate werfen. Du musst mal gucken, wie man so eine Granatenauswerfen machen kann. Mega Fail. Aber lustig. Aber die Safe Points sind nicht schlecht, also man wird nicht so abgestraft, dass man gleich komplett alles von vorne machen muss. Ausschalten, was ist denn E? Also knocken wir ihn ja nur aus, aber wir können ihn trotzdem. Aber ich gehe nicht mehr oben lang, da brechen wir nur durch. Ist sie Schrot? Schrot ist für Tiere ganz gut. Ups. Hey Kumpel, warum sind diese Arschlöcher hier rumgeschickt? Haben sie uns gesucht? Hättest du wohl ja. Sie wollten die Feuerwelle bekämpfen. Jetzt willst du mich verscheißern. Sind alle total bescheuert und glauben, dass Elektrizität vom Satan ist. Ich bin schon ein Jahr hier. Da habe ich so einiges gehört. Verdammt, das ist abgefahren. Action! Wo ist noch einer? Ups. Der hat sich schon ergeben gehabt. Was? Ey, brennt das jetzt nieder? Lass uns hier bitte nicht eingesperrt. So, ich lasse euch frei. Wir werden auch für dein Seelenheil leben, solange wir leben. Auch wenn du ein Ketzer bist, Gott segne dich. Ich bin viel zu lieb. Die Bitte sind gut, aber ich möchte dir mit etwas Handfesterem danken. Hör gut zu. Im Terminal gibt es einen Raum. Dort bringen wir alle sündigen Dinge hin, damit der Fisch sie läutert. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du bist ohnehin ein Sünder. Vielleicht findest du da etwas Nützliches. Oh, danke. Da finde ich bestimmt was Nützliches. Simon, das darfst du nicht. Xelantius wird dich dafür exkommunizieren. Das wird er nicht, wenn du es ihm nicht erzählst. Oder möchtest du lieber hier sterben? Durch die Klinge eines Heiden?
Na, natürlich nicht. Ich sag nichts. Dann, ne, haut rein und so, ne? Geben wir ihm etwas Zeit zum Erholen. Tabulator, eine Notiz. Okay, Notiz lese ich vor. Guten Tag, Sever. Und einen freundlichen Gruß an all deine respektablen Leute. Mir wurde von Zweifel bei unseren Männern berichtet. Daher habe ich beschlossen, diese zu beseitigen. Die Fanatiker respektieren den Kodex nicht. Sie verfüttern Menschen an diesem Fisch. Oh. Solche Dinge sind nur unter respektablen Menschen einfach nicht inakzeptabel. Was? Deshalb sollte alle respektablen Menschen, die sie wie Vieh behandeln, nicht wie Menschen... Nicht wie Menschen, achso. Man sollte sie nicht zerstückeln, sondern einpferchen. Unsere Brüder aus Astrachan oder sowas sind immer dankbar für eine solche Lieferung. Viel Glück und alles Gute im Sinne der Freiheit. Lang lebe, leben die Diebe. Anschließend gehen wir mit Gottes Hilfe zur Brücke zurück. Ihr verfüttert? Ja, sein Wille geschehe. Ihr verfüttert Menschen an irgendeinen riesigen Fisch? Eigentlich müsste ich euch auch gleich erschießen. Spinner. Oh, bessere Schrotflinte. Tauschen wir doch mal gleich. Also ich glaube, die Schrotflinte, also war, glaube ich, im Vorgängerteil immer gut gegen diese ganzen... Ah, jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Gegen diese ganzen Viecher. Dass das hier echt eingebrochen ist, das war cool. Hab ich jetzt alle gelootet? Ihr wisst, Loot ist wichtig. Loot ist gut. Ich glaube, die, das war ja gerade ein bisschen zu hektisch, ne? Oh. Dieser Hund hätte auch Schrot abkriegen müssen. Damit habe ich aber nicht gerechnet. Ich habe doch hier oben einen beim Feuer getötet. Habe ich den gelootet? Ja, habe ich. Gut, dann sind wir hier durch. Ah, komme ich da noch auf die unten rechts auf diese Seite? Eine Kiste. Ja, im Hardcore-Modus wird das nicht so offensichtlich angezeigt, wo man alles sammeln kann. Darum laufe ich hier ein bisschen mehr ab, als man das vielleicht sonst machen würde. Na gut, jetzt haben wir unser Schalldämpfer abgegeben. Jetzt müssen wir messern. Bessere Verteidigung. Gut, dass ich nochmal alles abgelaufen habe. Da hat aber jemand gezeichnet. Jetzt können wir uns mal die Hütten hier vorne angucken. Lohnt irgendwie alles sich anzusehen. Es ist, ich finde es auch toll, die haben nicht einfach wie bei einigen Open-World-Spielen einfach alles so hingeklatscht. Ich meine, es gibt vielleicht Gebäude, die sich wiederholen, aber irgendwie ist doch irgendwas anderes Besonderes so ein bisschen. Ich finde es gut. Wie, außer nur diese, dass die Viecher zu viel sind und dass man diese Waffen, drei Waffen eigentlich alle tauschen kann. Das finde ich ein bisschen doof. Und was ich auch doof finde, ich glaube, man konnte früher auch irgendwie was verbessern, dass man mehr Sachen mitnehmen konnte. Oh, ich kann Waffen tauschen? Hab schon Doppellauf. Achso. Okay. Da ist wie so ein Rudel von diesen Drecksviechern. Ey, ich dachte, der lebt gerade. Der hängt. Der stand so, ich dachte gerade, der lebt. Wo kommt der jetzt auf einmal her? Der hängt. Scheiße. Ja.
So viel dazu und wir müssen da weiter. Ein Flugvieh, gegen die möchte ich nicht kämpfen. Oh, da kommen wir vielleicht nur aufs Dach. Habe ich da was übersehen? Nee. Aber hier oben? Haben wir auch nichts übersehen. Schade. Man hätte nur von der anderen Seite kommen können. Finde ich auch cool, dass sie echt mehrere Möglichkeiten geben, Gegner zu erledigen. Aber so richtig Open World finde ich das noch nicht. Das ist halt ja, ein größeres Gebiet, eine größere Map, ne? Kann das jetzt schlecht vergleichen. Aber die früher waren die Level von Metro immer ein bisschen schlauchiger. War ja in der Metro halt, ne? Oh, nehmen wir mal mit. Hier krabbelt irgendwas. Kaninchen. Was die überleben können in dieser Welt, ist echt der Hammer. Das sind bestimmt die hinterlistigsten Kaninchen ever. Bei denen kommt bestimmt noch hier, so wie bei so einem Alien, noch irgendwas grau. Oh, oh. Müssen wir mal hin, ne? Na, da nicht so. Brücke kommt noch. Wir müssen ja geradezu, okay. Ich glaube, da beim roten Gebiet, da waren auch Banditen. Sieht aber nicht so aus. Das sieht aus eher nach Ghoul Party. Oder waren da die Banditen bei der Tankstelle? Habe ich die Tankstelle mit auf dem Plan gehabt? Ja. Hoopidipidoo. Oh, wie so ein Kaninchen, ey. Artyom, geh nicht zu nah an die Brücke, sonst schießen sie auf dich. Okay. Wir haben da eine ordentliche Verteidigung aufgebaut. Nee, ist, ich glaube hier. Guck mal, ein kleines Versteck haben wir gefunden. Mit einer Knifte. Ah, hier können wir unsere Waffen tauschen und reparieren. Oh, Bilder kann man auch sammeln. Ah, ich glaube, die Frauenhintern von vorhin, die selbstgezeichneten, die bestimmt nicht. Postkarte. Ja, hab schon einige in Moskau nicht gesehen. Ach, ob man die sammelt und am Keller fällt ein Sack Reis um. Neue Notiz. Zerrissene Seite. Obwohl er in seinen klaren Momenten den Mund meistens geschlossen hielt, faselte er wirres Zeug, wenn das Fieber wieder ausbrach, und damit erschreckte er uns. Es ergab nicht alles Sinn, was der Fremde aus dem Süden sagte, aber das Bild seiner fremdesten Welt, das er zeichnete, war die Hölle auf Erden. Ein brennendes Meer, Öl, das aus dem Boden spritzt, und Mensch und Tier in Flammen hüllt. Verlorene Schlachten und Menschen, die von einer amorphen Bedrohung unterworfen werden, die es nur als Horde bezeichnet. Und Motoren, immer wieder Motoren. Dieser Mann hat im Leben mehr unter gottverdammten Maschinen und Elektrizität gelitten, als wir uns vorstellen können. Und vermutlich hat er für seine Sünden gebüßt, indem er alleine litt. Doch nach seinem Tod haben wir den Ritus ausgeführt, als ob er einer der Gläubigen war. Der Zarfisch brachte seine Seele direkt ins Reich unseres Herrn. Ja, den kann man echt nicht mehr helfen mit ihrem Fischlein. Und den Fisch müssen wir definitiv noch töten, ich ahne es.
Das ist unser Endgegner dieser Map. Definitiv. So, wir brauchen wieder was Medikit-mäßiges. Ich will auch einmal davon was haben. Dann haben wir eine bessere Rüstung. Patronengurt. Zur Aufbewahrung zusätzlicher Munition. Ach, sowas gibt es hier allen auch. Oh Gott sei Dank. Einsatz sorgen für bessere Tragekomfort. Bababam, Laschen, bla bla bla. Für mehr Munition gleichzeitig. Dadurch wird, dadurch wird die Munition besser geschützt und gleichzeitig von Klappern abgehalten, wenn der Träger sich bewegt. Super! Das heißt, wir sind damit auch noch langsamer. Cool. Also kann man doch seine Waffen so ein bisschen verbessern. Ich hätte gern noch hier die Schrot. Irgendwie vielleicht vier Läufe oder noch ein größeres Magazin. Aber man kriegt nur so einen verfickten Laserpointer. Nö, lass mal den Pointer weg. Upsala. Ach, ich bin gerade so im Metrofieber. Aber ich beende mal die Folge, weil uns geht's eh schon zu lang. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.